Gossip News direkt mit mir, mit Michael, und es geht los. Diesmal Kim Virginia. Meine Güte, was hat die denn wieder alles bei TikTok gestern losgelassen? Darüber müssen wir sprechen, und zwar jetzt. Es trug sich zu, dass Kim Virginia gestern Abend aus Langeweile sich mal wieder in einem TikTok-Live ein bisschen geschminkt hat. Erst habe ich überlegt, mache ich das ja auch nach. Dann habe ich gedacht, oh nee, wenn ich das alles drauf habe, dann muss ich irgendwie noch irgendwas in die Lippen rein batschen, damit es irgendwie annähernd ähnlich aussieht. Ja, dann keine Lust zu gehabt, ne? Um was geht's denn hier schon wieder? Es geht natürlich doch maßgeblich eigentlich schon wieder um plastische Chirurgie. Und ich meine, Kim Virginias Motto oder das Motto ihres Arztes des Vertrauens ist ja: If life gives you lemons, I make you melons. Genauso auf die Frage: Mensch, was können wir denn noch machen bei mir? Was ist denn noch machbar? Sagte der Arzt dann zu Kim Virginia. Ja, sorry, Enthauptungen sind hier leider verboten. Kleiner Witz gemacht, aber wisst ihr, ich gehe ja jetzt ganz stramm auf die 30 zu. Ja, aus welcher Richtung bitte? Nun denn, wir gucken mal rein, was hier der Stein des Anstoßes ist. In Love with Trash TV hat es ganz gut zusammengefasst, und wir schauen uns das jetzt erstmal gesamt an und dann sage ich was dazu. Weird. It's getting weird. Habe ich mit dieser Dame irgendwie auch ein halbes Jahr Kennenlernphase gehabt, von der ich nichts wusste, war ich in einem Fiebertraum. Habe ich es nicht mitbekommen, weil dann sagt's mir. Weil irgendwas stimmt hier nicht. Also, ich habe mitbekommen, dass ich habe mir das Ganze nicht angeguckt, das ganze Dschungelding bisher. Ich habe nur mitbekommen, dass sie irgendwie meinte, ich bin obsessed von der. Als ich dann raus war, habe ich die letzten zwei Folgen gesehen, wo es dann irgendwie aber von ihr aus nur über mich ging. Also, ich habe da jetzt, wie gesagt, auch im Dschungel dann mitbekommen, dass sie jetzt bei mir Thema Nummer 1 war. Da war eher ein anderer Mister, den ich irgendwie Vendetta-Modus fertig gemacht hat und damit obsessed war mit diesem Fertigmachen und so. Aber die Schwester, als sie mir auf den Sack ging, okay, dann dachte ich mir, Schwester, why though? Why? Also, ich meine, mittlerweile weiß ich why. Jetzt nochmal zu diesen unchristlichen... Mittlerweile hat sich die Alte hier auch mal informiert. Habe ich nämlich leider vorher nicht getan, sonst hätte ich auch gewusst, dass sie dafür bekannt ist, in anderen Shows mit den Typen von der Freundin rumzumachen und dann zu sagen, ups, ich war halt besoffen, sorry. Oder dass sie irgendjemanden, was geht jetzt hier ab? Ja, genau, Party-Modus. Oder jemanden komplett zu vermöbeln, wegen dem Korb. Also, ja. Jetzt verstehe ich auch, wie sie darauf kam, dass sie meinte, dass ich irgendwie sage, er hat einen kleinen Peni und er ist ein Opfer und was weiß ich was, um ihn zurückzubekommen, weil das ist anscheinend ihr Modus, ihr Zurückgewinnungsmodus. Also Schatz, nee, bei mir ist das einfach Vendetta-Modus, weil das ein kompletter Spast ist, that's all. Das ist Vendetta-Modus, nennt man das. Und dann stehe ich wie ein Typ auf der Matte, nachdem ich den Typen so scheiße behandelt habe und sage, hey, lass doch was starten, ist doch alles gut, ha? Chill doch. Machen das nicht Männer auch? Ich bin einfach nur das Ego eines Mannes im Körper einer Frau, aber du bist eine Pygmische im Körper einer Frau. Komme ich da von meinem Format zurück, sehe da 1000 Q&As über mich, während ich nicht mal ein Handy habe. Also dann kommen Leute und sagen, Kim, du redest auch über die Leute, ich hatte einen Monat kein Handy. How? Telepathisch haten kann ich immer noch nicht. Ich weiß, ich habe einfach keine Talente. Und dann sehe ich auf meiner For You-Page auch noch irgendwie ein Video, wo sie irgendwie sagen wollte, ja, also ich find's voll blöd, dass Leute mich so im Endeffekt so auf mein Aussehen reduzieren und dass ich halt ungeschminkt dann für die Leute voll toll bin, aber wenn ich dann geschminkt bin, soll ich auf einmal ein anderer Mensch sein, so, es geht nicht nur ums Aussehen. Und im gleichen Zug sagt sie, ja, aber wenigstens habe ich nicht so Sucuk-Lippen wie eine andere Camperin im Dschungel. Also, ich weiß, IQ nur 10, aber Thema verfehlt. Extrem traurig, dass wir in 2024 immer noch unsere Unsicherheiten auf andere Frauen projizieren. Aber ich bin super kindisch, wie du mir, so ich dir. Gucken wir mal dein Beispiel an. Babe, ich habe so Sucuk-Lippen, you're right, aber du bist Transformers. Du bist Optimus Motherfucking Prime. Also, wenn ich Kinder bekomme eines Tages, so Gott will, man wird merken, es sind meine. Andere Leute werden sehen, die sind mit mir verwandt. I'm not saying anything.
dann haut man überall in der Gegend irgendwelche Anzeigen rum. Wenn zum Beispiel jemand aus der Reality-TV-Welt sie exposed, dass sie sich für eine Show verabreden wollte und eben faken wollte, dass sie mit jemandem zusammen ist, um in eine Show reinzukommen. Und da wird natürlich die Person direkt angezeigt. Also da schmeißt man wirklich mit Anzeigen um sich, um ein bisschen Cash in der Dash zu haben. Ich finde es persönlich maximal peinlich, aber wenn man ein IQ von 10 hat, muss man sich wohl irgendwie anders zu helfen wissen. Auch ich habe einen Brief bekommen, dass ich mich nicht mehr zu dieser Schlägerei, muss man einfach sagen, äußere. Und die Leute, die jetzt sagen, oh, handgreiflich ist handgreiflich, nein, Schatz. Also es gibt einen Riesenunterschied, ob du jemanden richtig verklopst und das mit mehreren Tritten und Schlägen und nochmal zurückziehst, damit derjenige wirklich einen Schlag abbekommt, oder zwischen einer Prinzessin-Backpfeife und mal gucken, was davor noch passiert ist. Also da ist ein strafrechtlicher Unterschied auch tatsächlich. Und ja, dieser Mensch, der geschlagen wurde von ihr, dann haut man, hat in der Öffentlichkeit dann auch noch mit ihren Beef gehabt und wurde von ihr fertig gemacht, weil sie ja so, so viel Reue empfindet. Ne? Also da kann man wirklich sagen, man kann drüber hinwegsehen, weil sie halt wirklich Reue empfindet. Und das merkt man auch einfach, dass sie ihn dann komplett öffentlich fertig machen wollte. Das merkt man einfach, diese Reue. Ja, dann kann man das auch gut verzeihen. Und dann passt es auch, dass man sich in die Reaction reinsetzt, wo die Person Hauptprotagonistin ist. Und das weiß man auch schon seit 3 Monaten, welche Gerüchte da umgehen und was das Thema sein wird und dass ich da eine Hauptrolle spielen werde. Und dann setzt man sich genau bei diesem Thema, wo es um diese Backpfeife geht, hin, um zu reacten. Das war für mich bis jetzt der größte Witz dieses Jahres. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da wird auch nichts mehr Besseres kommen. Und es gibt noch 1000 andere Dinge, über die ich auch gar nicht reden will, bei dieser Ghetto-Hexe, die da Leichen im Keller hat. Ist ihre Sache. Ich sag euch auf jeden Fall mal, sie ist nicht süß. Wow, da können wir jetzt über ganz vieles sprechen. Oder wow, da können wir über ganz vieles sprechen. Jetzt, ne? So, beide tun sich jetzt mal, glaube ich, was der Gang zum zum plastischen Helferlein ist, jetzt nicht wirklich viel. Also, die haben beide ein bisschen was machen lassen. Ich glaube, beide auch Brüste, Lippen, ein bisschen da. So. Kim hat auch nochmal gesagt, ihre Nase ist nicht gemacht, also eines der wenigen Dinge. Ich meine, sie hat ja immer noch ein bisschen mehr Selbstironie da dabei als Layla. Layla tut sich natürlich immer sehr gerne in die Opfersituation rein, sagen, oh, es tut mir auch so leid, dass ich da überreagiert habe, ob ich den Teasy so verprügelt habe, tralala. So, kommen wir zu dem Punkt Gewalt. Leute, Gewalt ist Gewalt, Übergriffigkeiten sind Übergriffigkeiten. Und das, ob ich jetzt einem so eine lang oder jemanden trete und drauf boxe, beides in meiner Welt gleichgestellt. Und auch strafrechtlich gibt es da keinen Unterschied, weil ich wüsste nicht, dass im Strafgesetzbuch die Prinzessinnenbackpfeife aufgeführt ist. Und ja, wohl ging jetzt auch Anwaltspost hin und her. Auch das noch, ja, dass man über das und das nicht mehr sprechen darf und das. Ja, Leute, es ist aber, die Folge ist bei RTL Plus von Ex on the Beach mit dem Ausraster von Layla nach wie vor da, abrufbar, für jeden einsehbar. Also wir können sie alle angucken, immer wieder, wir können zurückspulen, immer wieder gucken, werden wir auch bei Prominent getrennt machen können. Natürlich ging in beiden Fällen etwas voraus. Beide Damen weisen, finde ich, Verhaltensweisen auf, die ich jetzt per se einfach nicht sympathisch finde. So, ich möchte da gar keine Diagnose stellen wie andere, wenn ich sage, oh, das sind jetzt aber toxische oder narzisstische Persönlichkeiten. Jeder von uns hat ein bisschen Narzissmus in sich drin. Das ist auch nach der ICD-11 mittlerweile. Es ist gar nicht unter irgendeiner psychischen Störung aufgeführt, weil es einfach Teil eines Größeren ist. Und deshalb, das ist immer sehr, sehr, sehr schwer, immer sagen, oh, Narzisst, 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 das ist so ein Unwort geworden, Leute. Boah, ja, da bin ich ehrlich gesagt raus. Ich finde, da sollte man dann auch denjenigen die Beurteilung überlassen, die das vielleicht auch beruflich machen. So, mein Beruf ist es einfach hier lustig zu kommentieren. Ja, also beide Schnabelenden quaken hier und watscheln vor sich her und gönnen der ein oder anderen jetzt eben nicht die Butter auf dem Brot. So sieht's aktuell ja mal aus. Jetzt ist es aber so, dass
ich jetzt auch nicht eine Ohrfeige schönreden kann. Das haben wir mitgekriegt im Vorfeld vom Sommerhaus. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal Layla nehme, das, was ich von Kim bisher gesehen habe, war nicht viel, es war ein Sekundenbruchteil, möchte ich fast sagen. Und das von Layla, würde ich mal sagen, das, was im Sommerhaus so aufgebauscht wurde, würde ich mal ganz hinten anstellen. Layla im Moment an Platz 1 rücken und Kim da mal in die Mitte setzen. Dennoch, Leute, No-Go, geht nicht. Weder eine Prinzessinnen-Backpfeife noch ein Prinzessinnen-Tritt, ja, geht da. Und aber auch über jemand anderen sagen, oh, er hat Zuschublippen. Ey, die Kim sitzt da und vielleicht sagt ja der Arzt zu ihr, naja, komm, lass uns ein bisschen wegen. Und sie sagt, nö, ich möchte mehr drin haben, ich zahle das auch. So, dann kriegt sie das. Und wenn sie sich, und das ist ja erstmal das Wichtige, sie muss sich schön damit finden. Wir müssen es nicht schön finden. Sie muss sich wohlfühlen, sie muss sagen, wow, okay, das ist toll. Wir erinnern uns, Jamila Rowe konnte die Abschlussprüfung im Dschungel nicht machen, wegen den Lippen, weil sie das nicht zusammenpressen konnte. Aber sie findet es schön. Und Schönheit oder ich muss mir selber gefallen, wenn ich jetzt in den Spiegel oder hier in dem Falle in die Kamera schaue. Und wenn ich damit, bin ja auch nicht mit allem zufrieden, klar. Aber doch denke ich, eigentlich im Grunde ist es ganz okay, ja. Und wenn sie das so möchte, dann bitte sehr. Aber was soll das immer, dieses verbale Draufhauen auf Äußerlichkeiten? Also sind wir da jetzt nicht 2024 auch mal an einem Punkt, wo wir drüber hinweg sind, Bodyshaming zu betreiben, sollte doch jetzt mittlerweile jedem ein Begriff sein. Und das finde ich dann auch nicht gut, auch wenn das von der Layla ausgeht. Dass sie jetzt ausgesucht wurde, diese Backpfeife zu kommentieren, finde ich höchst fragwürdig, aber ich fand es auch höchst fragwürdig, dass nach Ex on the Beach Layla noch in weitere Formate gekommen ist. Sicherlich hat die auch beim Publikum bei uns Punkte gehabt, wo sie sehr sympathisch war. Dennoch bin ich der Meinung, beide schenken sich nicht viel. Das ist der Stand, auf dem ich jetzt heute hier aktuell einfach bin. Und ich kann mich auch nicht immer nur als zuckersüß verkaufen. Es funktioniert halt auch nicht. Vor allen Dingen nicht dann, wenn eben kein zuckersüßer Drop da drin ist, sondern eine saure Stange. Oder wie es Layla vielleicht jetzt auch sehen mag, saures Stänglein im Falle von Mike. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf die Folge? Kim sagt natürlich auch, sie ist Hauptprotagonistin, aber wir wissen ja, sie wurde aus dem Format genommen. Also ist sie Hauptprotagonistin oder Hauptdarstellerin, Haupt-Reality-Sternchen vielleicht in den ersten drei Folgen. Aber bei diesem Cast, wir haben eine explosive Gina, wir haben hier Sandra und Tommy drin, wir haben Mike und Michelle, das sind schon... Ja, ich möchte mal sagen, da ist schon ein bisschen das TNT der Reality drin. Also da wird es natürlich auch schwer, sich Sendezeit zu verschaffen. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, mit der Klatsche funktioniert es ganz gut. Dennoch, nein, hier, ich hoffe auch, dass ihr das genauso seht, weder das eine noch das andere geht hier. Und das ist mal hier jetzt die Message of the Day. Bis dahin.